herzlich willkommen im Geopark Westerwaldland Taunus. Hier warten bizarre Basaltformationen, beeindruckende Höhlensysteme, Zeugnisse tropischer Riffe und ehemalige Bergwerke auf neugierige Entdecker. Wir, die Schüler der Fritz-Philippi-Schule Breitscheid, stellen die Highlights des Geoparks Westerwaldland Taunus vor. Direkt vor unserer Schule liegt das Karstgebiet Breitscheid. Hier finden sich zahlreiche Zeugnisse der Erdgeschichte, die man im Museum Zeitsprünge bestaunen kann. Das hier ist ein Stück Kalkstein, der wird 500 Meter von hier im Steinbruch abgebaut. Vom Museum führt der Karst der Fahrt zu den Bodenschätzen des Karstgebiets. Und hier sieht man ein Stück von einem Knochen von einem Höhlenbär. Das Museum ermöglicht Sprünge durch die Zeit von Silur, Karbon und Tertiär bis zur jüngsten Geschichte der Eiszeit. Die dazugehörige Schauhöhle Herbstlabyrinth ist Europas einzigste Höhle mit LED-Ausleuchtung. Hier in der Schauhöhle Herbstlabyrinth ist das Besondere die LED-Lichter. Die Lampen sind so ausgerichtet, dass die Tropfsteine mehr zu Geltung kommen. Die Schauhöhle Herbstlabyrinth verfügt über zwei Schatzkammern, die für kleinere Besucher sehr interessant sind. Die Schauhöhle Herbstlabyrinth besitzt die längste Sinterfahrt in ganz Deutschland, das ist 9 Meter lang ungefähr. In den Karsthöhlen fanden sich wertvolle Überreste der eiszeitlichen Tierwelt. Die Knochen des Höhlenbärs zum Beispiel sind schon über 30.000 Jahre alt. Welche Maßnahmen sind im Geopark noch erforderlich, um uns für die Gemeinde Breitscheid noch interessanter zu machen? Wir könnten nochmal einen neuen geologischen Lehrpfad anlegen. Davon profitieren natürlich auch wieder die Touristen, die nach Breitscheid kommen, die dann innerhalb von 3-4 Stunden alle geologischen Höhepunkte in Breitscheid eben erfahren können. Eine Besonderheit der Region ist der Erdbach, der das Gebiet unterirdisch durchläuft und dabei mittels Kalkablösung seine typische weiße Färbung erhält. Im Besucherbergwerk Geowelt Fortuna erwartet uns eine spannende Erlebniswelt unter Tage. Der weiß, was er zu tun hat, bekommt er ein Signal von 3 Schlägen, das bedeutet hängen, hängen Sie abwärts. Wenn Sie jetzt hier rausgucken, hier nach vorne, dann können Sie verschiedene Sohlen sehen, an denen wir vorbeifahren. Etwa 4 Meter in der Sekunde als Höchstgeschwindigkeit. Hier haben wir jetzt den eigentlichen Grund, warum man hier Bergbau betrieben hat, und zwar ist es ein Roteisensteinlager. Das erste, was wir hier haben, ist ein sogenanntes Kernbohrgerät. Man kann mit einem entsprechenden Bohrgestänge bis zu 300 Meter tief in den Berg rein. Es wird 1 Meter lange Bohrkerne aus dem Berg mit rausbohren und das Gerät dient der Auffindung der Eisenerzlager.
Feld- und Grubenbahnmuseum bietet den Besuchern die Möglichkeit zu einer Reise in die Vergangenheit. Die Fahrt mit einer der 54 historischen Lokomotiven lässt uns die Geschichte hautnah erleben. Erst 1973 sind wir durch Suchbohrungen erfolgreich gewesen. Da wurde eine Kleinröhre, die sogenannte Kapelle, und dann später, dann also ein halbes Jahr später, die Kristallhöhle angebohrt in über 40 Meter Tiefe. Und diese Kristallhöhle ist dann, also 1974, am 15. Oktober durch einen Schacht, durch einen Mann noch zugänglich gemacht worden. Die Kubacher Kristallhöhle ist die einzigste Kristallhöhle Deutschlands. Mit 30 Metern Höhe besitzt die Kristallhöhle die höchste Halle aller deutschen Schauhöhlen. Das Urgestein, der Kalk, der ist etwa vor 350 bis 60 Millionen Jahren entstanden. Beeindruckend sind die Perltropfsteine und Kristalle, denen die Höhle ihren Namen verdankt. Der Unica-Steinbruch im Vilmar ermöglicht einen spektakulären Einblick in die Überreste eines 380 Millionen Jahren alten Riffs. Auf der glatt geschliffenen Kalksteinwand kann man auch heute Korallen und Schwämme aus dem Devon entdecken. Die haben reingebohrt und dann haben die im Winter Wasser reingetan. Wenn das gefroren ist, hat das den Stein gesprengt. Und im Sommer haben die Holzflöcke reingetan, die gewässert. Und wenn Holz sich ausdehnt, hat das auch eine unheimliche Kraft, wie Eis praktisch. Heute auch in den Carrara-Brüchen nimmt man diamantbesetzte Seile. Weltweit wurde der Lahn Marmor in vielen Bauwerken verarbeitet, zum Beispiel im Empire State Building in New York. Das dazugehörige La Marmor Museum gewährt Einblick in die Verarbeitung des Kalksteines und präsentiert beeindruckende Fundstücke. So ein Endstein irgendwo in Brückenkonstruktion von oben reinzuhieven. Hier sieht man einen Arbeiter, wie er mit Mais oder Knüppel Marmor bearbeitet. Weltberühmt ist das Selterswasser aus Niederselters. Es genießt einen so hohen Bekanntheitswert, dass es heute gleichbedeutend für die allgemeine Bezeichnung von Mineralwasser gebraucht wird. Vor etwa 10 Jahren war hier eine Industrieruine, alles kaputt. Und die Gemeinde hat dann entschieden, dieses Wahrzeichen zu retten. Unter diesem Brunnengebäude ist die Seltersquelle. Kunden, Bekannte, Lieferanten oder sonst jemand hierher kam, bekam er natürlich von hier aus den Blick auf die Seltersquelle ermöglicht. Das ist das Wasser, so wie es seit Jahrhunderten, Jahrtausenden durch die Erde fließt und hier hochkommt. Das ist der Urzustand. Das Wasser hat noch natürlichen Bodensäure. Das wird man dann schmecken, wenn man das probiert. Wer jetzt den Mut hat, der kann es mal probieren. Die letzten Krüge, dann kamen nämlich die Glasflaschen, die sind so 120 Jahre alt, kommen aus der preußischen Zeit.
Keramikmuseum Westerwald erfahren die Besucher alles wissenswert zur geschichtlichen Entwicklung der Keramik. Design, Handwerk und Kunst werden für alle Altersgruppen anschaulich präsentiert. Des Westerwaldes gibt eine ganz besondere Schatzkammer, der Stöffel. Ein 140 Hektar großer Steinbruch. Der Stöffelpark gibt Einblick in die Welt von mehr als 25 Millionen Jahren und birgt eine weltweit bedeutende Fossillagerstätte. Die wurde 1992 hier gefunden. Die ist 25 Millionen Jahre alt. Das ist die weltweit einzigste. In Frankreich wurden Zähne gefunden, aber die ist komplett erhalten. Hast du GPS dabei? Nee. Dafür hat er mich. Wo manche hätten Riesen gearbeitet. Im Landschaftsmuseum Westerwald lernen wir das bäuerliche Leben und Arbeiten aus früheren Zeiten kennen. Das heimische Eisenerz wurde für Gusseisen verwendet. Die Produkte wurden überall in Deutschland verkauft. Aus Ton wurden aus dem Westerwald die ersten Wasserrohre hergestellt. Diese Rohre hier sind zum Teil über 100 Jahre alt. Können Sie uns vielleicht mal erläutern, was hier so ausgestellt wird? Ja, gerne. Die Säulenbasalte wurden von den Brucharbeitern gebrochen, fielen runter auf die Erde und dort saß der Kiffer und hat dann diese besonderen Pflastersteine zurechtgehauen. Der hat auch eine Hütte, der hat ein Dach über dem Kopf. Alle anderen arbeiten grundsätzlich im Freien. Der Kiffer weiß genau, wo er den Stein markieren muss und treffen muss, damit der Stein zu dieser kantigen Form von selbst zerfällt. Und was übrig blieb, wurde zum Schotter verarbeitet. Mit viel kleineren Hämmern, die auch spitzer zulaufen, die Reste kleingeschlagen. Das sind alles schwere körperliche Arbeiten mit Werkzeugen, die man hier ausgestellt findet. Und dann gibt es zusätzlich eine Schmiede, denn die Hämmer haben eine scharfe und eine weniger scharfe Seite. Und die scharfe Seite mussten ständig geschärft werden. Die Geologie spiegelt sich in der Bauweise wider. Die Sockel der Häuser auf dem Westerwald wurden hauptsächlich aus Basalt gebaut. 2500 Jahre Siegerländer Bergbau und Hüttenwesen erwarten den Besucher im Bergbaumuseum des Kreises Altenkirchen. Dort kann man viel Interessantes zur Tradition der Brauneisenförderung erfahren.
Wir auf im Bergbaumuseum des Kreises Altenkirchen. Wir befinden uns hier im Schaubergwerk des Bergbaumuseums. Und wir sind jetzt hier auf einer 850 Meter Sohle in der Frage. Das Schaubergwerk ist nachträglich eingebaut, allerdings von Bergleuten mit Originalteilen. Und die Besucher haben also die Möglichkeit, sich im Museum über dem Schaubergwerk über die Montangeschichte, Bergbau und Hüttenwesen zu informieren und anschließend dann es sich im Schaubergwerk anzusehen. Wusstest du, dass vor 150 Jahren die Kinder noch in den Gruben arbeiten mussten? Schon krass, früher gab es da zu viele Bergleute, musste die Kinder schon mal mit anpacken. Das ist der Schicksalsgrund, blöd auf, blöd auf. Das ist der Schicksalsgrund, blöd auf, blöd auf. Im Gebiet des Geoparks werden auch heute zahlreiche Rohstoffe abgebaut. Bauer gibt es viele Tongruben, hier oben bei Beilstein gibt es sehr viele Tongruben. Wir haben selber auch eine Tongrube hier am Ort, die wir aber momentan nicht nutzen. Im Gebiet des Geoparks Westerwald am Taunus kann man eine Vielzahl an weiten Geotopen und Geopunkten erkunden, darunter der Kupferbergbau in Anzenbach. Ziel des Geopark-Projektes ist es, die Region Westerwald-Land-Taunus in ihrer Einzigartigkeit zu erhalten und einen Ort des Erlebens zu schaffen, an dem die Besucher Spannendes über die Geschichte ihrer Heimat erfahren und immer wieder Neues entdecken können. Sie sahen ein Filmprojekt der Fritz-Philippi-Schule Breitscheid in Zusammenarbeit mit der Geopark-Geschäftsstelle Westerwald-Land-Taunus.